Durchsetzungsstark. Als durchsetzungsstark bezeichnet man einen Menschen, der in besonderem Maße sich durchsetzen kann, jemand, der seine Meinung durchsetzen kann, jemand, der seine Überlegungen bei anderen durchsetzen kann oder auch jemand, der Regeln durchsetzen kann. Durchsetzungsstark zu sein ist erstmal neutral. Angenommen, jemand ist in einer Diktatur oder auch in einem Tyrannenregime durchsetzungsstark, den würde man jetzt nicht als besonders ethisch bezeichnen. Aber angenommen, ein Lehrer in einer Schule sorgt dafür, dass bestimmte Regeln klar sind und dann dafür sorgt, dass die Schüler sich an die Regeln halten und dann ein gemeinsames, gutes Lernen möglich ist, vielleicht sogar ein fröhliches Lernen möglich ist, den würde man als positiv durchsetzungsstark bezeichnen. Aber man muss immer überlegen, wo rentiert es sich, sich durchzusetzen? Es ist immer gut, zunächst in Übereinkunft mit anderen Regeln zu erstellen, an die sich alle halten. Es ist auch gut, dass man Entscheidungen herbeiführt über das, was man gemeinsam will. Es ist auch gut, bewusst zu machen, wofür stehen wir und was sind unsere gemeinsamen ethischen Werte, was sind unsere gemeinsamen ethischen Vorstellungen, was sind unsere Anliegen, warum sind wir zusammen. Und wenn das erstmal klar ist, dann ist es auch wichtig, dass man diese Vorgehensweisen, diese gemeinsamen Ziele auch immer wieder vor Augen führt. Und wenn es so gemeinsame Ziele gibt, gemeinsame Vorgehensweisen, gemeinsame Regeln, dann ist das mit dem Durchsetzungsstark gar nicht so wichtig, sondern dann geht es nur darum, dass man die gemeinsamen Ziele vergegenwärtigt. Daher, in unserer heutigen Gesellschaft und auch im spirituellen Kontext ist Durchsetzungsstärke bei weitem nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger, dass man sich bewusst macht, warum sind wir zusammen, was machen wir gemeinsam, was sind unsere gemeinsamen Anliegen und was sind unsere gemeinsamen Regeln. Und ab und zu mal muss man Regeln ändern und ab und zu mal muss man die Anliegen anderer noch mehr ins Boot holen. Und oft ist es besser, statt einfach blind sich durchzusetzen, viele ins Boot zu holen und die Anliegen vieler Menschen mit einzubeziehen. Aber wenn man erst mal gemeinsame Anliegen hat, wenn es gemeinsame Prozeduren gibt, gemeinsame Ethik und dann Menschen immer wieder daran rummäkeln, dann gilt es auch mal, die Regeln durchzusetzen. Und dann ist es auch wiederum gut, dass da jemand ist, der durchsetzungsstark ist.